Hallo Leute und willkommen zur 53. Folge von Enigmatica 2 Expert. So, und ohne jetzt groß hier rumzueiern, wir haben das Buch dabei, wir haben die dabei, wir brauchen ein bisschen Holz noch. Ein bisschen Holz, ein bisschen Holz, ein bisschen Holz. Schnell, also ich könnte drüben natürlich auch einfach einen Baum fällen, aber hey, wäre ja langweilig. Wo ist mein Holz? Da. Ich nehme einfach ein Stack mit. So, und dann schießen wir mal direkt los, weil gerade Sonnenaufgang gewesen und so. Dann kommen wir vielleicht noch relativ pünktlich an. Ich habe ein paar Leiter mitgenommen. Ja, ich hoffe, die letzte etwas längere Folge hat euch gefallen. Ich fand sie sehr witzig. Aber ich kann halt nicht dauerhaft so viel aufnehmen. Also das ist definitiv nicht drin. Das müsst ihr euch ein bisschen vor Augen halten. So, heute wird definitiv der erste Schritt in Astral Sorcery gemacht. Ich bin mir nicht... Wow, was war denn das? Was bist du denn? Okay. Ich wusste gar nicht, dass es andere Wasserviecher gibt. Cool. Sind da auch böse Wasserviecher? Oh, ich will nicht von so einem Vieh hier aus Versehen runtergeworfen werden. Verbot. So, wir... Ich würde sagen, wir düsen hier direkt wieder auf die Insel. So, kommen wir noch ein Stückchen weiter? Ich glaube, wir fahren hier direkt mal in die Lücke. Dann müssten wir ja theoretisch da noch ein Stück reinfahren können. Das Boot müsste, unser zweites Boot müsste irgendwo auf der anderen Seite stehen eigentlich. Ich glaube, wir sind, sind wir jetzt mal hier ausgestiegen? Ich weiß es nicht. Ich fahre mal kurz durch den See, durch den Fluss hier. Gucken, ob ich durch den Flusslauf komme. Der ist ganz schön flott unterwegs mit seinem Ruderbötchen hier. Hui. So. Okay. So. Theoretisch müsste es jetzt in die Richtung hier gehen. Aber da müsste eigentlich noch ein weiteres Boot sein. Die Frage ist ehrlich gesagt, wo ich das abgeparkt habe. Egal. Au. Wir kommen so auf jeden Fall ziemlich nah an die Position unseres Astralbodens ran. Also gar nicht so schlimm. So. Okay. So. Müssen wir halt gucken, dass wir auf dem Rückweg irgendwie hingehen. Ansonsten muss ich mir halt auf dem Rückweg ein neues Boot bauen. Das ist jetzt auch nicht so wild. Okay. Und ich dachte mir, ich werde einfach jetzt hier die Stücke, die ich nicht überbrücken kann, mit Leitern überbrücken. Damit wir einfach hier hochlaufen können. Ah, geht auch. Oh, ich hasse. Ich hasse Leitern. Aber so kommen wir zumindest beim nächsten Mal schneller hoch. Hoffe ich zumindest. So. Oh, hier ist ein Krater in der Nähe. Nett. Okay, so, wir haben hier unsere Crafting Table, die am Kristall steht. Jetzt ist die Frage, ob es einfach ausreicht, normal Marmor zu nehmen. Oder ob ich die wirklich vorher chiseln muss. Nee, reicht normal einmal. Okay. Luminous Crafting Table. Your Vision Expands. Okay. Also wir können jetzt mehr. Und wir haben natürlich dann auch die Quest hier erfüllt. Ja, da dürfte nichts passieren. Also Astral Sorcery. Luminous Crafting Table. Claim. Und Cave Illuminator haben wir ja aus Versehen gebaut. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas Spezielles können. Ja, außer Höhlen illuminieren. So, Lightwell. Kann ich jetzt theoretisch Starlight Crafting Altar? Was brauche ich denn dafür? Starlight
Crafting Altar. Dafür brauche ich genau Luminous Crafting Table. Und ich glaube, wir können jetzt sogar theoretisch einfach... Oh, wir brauchen dafür Niter. Okay, wir brauchen also auf jeden Fall Farmcraft. Das habe ich fast befürchtet. Okay, so, das kann hier eigentlich so bleiben. Hier haben wir alles mitgenommen, was wir brauchen. Rune Marble. Mir wurde ja so ein bisschen mehr oder weniger gespoilert, will ich jetzt nicht sagen, das schon gespoilert, dass ich quasi alles, was ich grundsätzlich brauche für diesen Mod, schon habe. Also diese ganzen Sternbilder, die man da sammeln muss, habe ich wohl beim ersten Mal schon gesammelt. Okay. So, wo haben wir diesmal das Boot abgestellt? Ich glaube da vorne. Jo. Hallo Boot. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob ich dann in dem Mod weiterkomme oder ob ich Tatsache erstmal nach Thorncraft gehen sollte. Mich ein bisschen in Thorncraft umgucken, weil es wird wahrscheinlich, genauso wie es halt von den Gates her vorgesehen ist, auch nicht so einfach sein, es mal eben zu machen. Oh, hallo. Greif mich bitte nicht an. Oh, es war klar. Okay. Zumindest sind wir schon mal wieder auf einem guten Weg. So. Ja, von daher werde ich wahrscheinlich erstmal Thorncraft machen müssen. Ja, ich weiß, es hat schon einen Grund, warum die Gates so angeordnet sind. So, das ist mir alles klar. Die ganzen Squids hier, ey, ist unglaublich. Wie viele hier einfach rumhängen. Und ich fände es immer noch cool, hier drauf ein... Haus zu haben oder so. Hi. Du bist ganz schön schnell, mein Freund. Und hier scheint es auch unterirdisch ziemlich viele böse Viecher zu geben. Wahrscheinlich gibt es, also entweder gibt es Höhlen oder ich unterschätze die Unterwasserwelt doch noch massiv und da sind einige Sachen, die ich vielleicht beachten sollte. So. Tschack. Okay. Wir haben das geschafft. So. Die Starlight Crafting Table könnte ich jetzt theoretisch hier irgendwo... Ich glaube, ich kann die aufbauen. Die Luminous Crafting Table. Kann ich, glaube ich, einfach irgendwo beliebig hinbauen. So viele Crafting Tables für so viel Zeug. Und ich habe relativ wenig Sternenlicht, aber das ist ja wahrscheinlich absehbar. So, wir brauchen dafür Marble Pillar. Ah, hier muss es dann aber auch original so sein. Okay. Das heißt, wir müssen Niter herstellen und wir müssen vor allem hier Liquid Starlight bekommen. Was wir nur bekommen, wenn wir uns vorher den hier bauen, den Lightwell. Und den würde ich mir eigentlich ganz gerne mal angucken. Lightwell. Runed Marble. Chiseled Marble. Aquamarin. Okay, und das wird hier... Wie kriege ich denn einen Rock Crystal? Stand das zufällig auch? Ist es noch eine Quest im Buch? Wie man an die Kristalle kommt? Nein. Resonating Wand? Rock Crystals, doch. Also müssen wir mit dem Resonating Wand anfangen. Resonating Wand. Klack. Celes Mandes, Aquamarin und Marble. Okay. Ein Aquamarin. Ne, zwei Aquamarin. Salis Mandes und Marble. Achso, das ist normal Crafting. Da brauche ich nicht mal die Luminous für. Sieht so aus. So, Resonating Wand. Haben wir erledigt. If placed near. Okay. Anscheinend kann der auch so gecraftet werden, ohne dass er in der Nähe von so einem Kristallding ist. Ist ja auch relativ positiv für uns gerade. Ich finde gerade auf, dass wir schon wieder massiv wenig zu essen haben. Ihr seht, ich versuche jetzt gerade auch questmäßig ein bisschen wieder an Fahrt zu gewinnen. Ich würde das eigentlich ganz gerne mal kochen.
Vielleicht nicht im nuklearen Ofen. Kann man eigentlich den mal kurz hier nehmen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber es wird wahrscheinlich richtig gutes Fleisch bei rauskommen und dementsprechend würde ich gerne das mal ausprobieren. Instant Herd 2. Oh ja, es gibt richtig Keulen. So. Das ist okay, das ist okay. So. Dann müssten wir jetzt zum Rock Crystal kommen. Loot Chest. So. Found rarely near Bedrock. Okay. Rock Crystal Ore. Okay. Können wir das in dem Astro Sorcery Buch nachgucken? Ich denke wirklich, wir werden uns ein bisschen mehr Exploration. Crystal Growth. Kann ich da irgendwie Lightwell? Ja. Okay. Wie komme ich daran? Also wird das nur, also kriegen wir den damit wahrscheinlich nur den Rock Crystal raus und wir müssen auf jeden Fall auf Bedrock Level dafür farmen. Gut. Schwierig. Da müssen wir wahrscheinlich Tatsache mal wieder eine Farmfolge einschieben. Okay. So, dann kommen wir da an der Stelle gerade noch nicht weiter. Damit auch nicht. Also der Rest bleibt uns verschlossen, solange wir kein Rock Crystal haben. Sehe ich das richtig? Okay, das hier ist das Looking Glass. Dafür brauchen wir wahrscheinlich dann auch eine Glaslinse. Yep, dafür brauchen wir den Infusion-Dings. Also richtig günstig gegatet, dass man keine Möglichkeit hat, vorher was zu machen, bevor man nicht die Schritte genau verfolgt hat. Das ist doch gar nicht so schlecht. So. Dann, oh ja, stimmt, wir haben ja das Gate hier. Da können wir uns jetzt hier nochmal, ich weiß nicht, was ich davon haben will. Die können wir herstellen. Die können wir herstellen. Ich glaube, die hier nehme ich einfach mal. Weil die Pure Crystals sind wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Oh, Daylight Sensor können wir dafür. Okay. Ja, das ist okay. Hier wäre quasi jetzt der nächste Bereich. Draconic Evolution, wenn wir Extreme Reactors irgendwann drin haben, was wahrscheinlich ziemlich kompliziert werden wird. Darum lasse ich das Gate gerade mal noch unangetastet. Ja, wir können uns natürlich mal ein bisschen mit Thorncraft auseinandersetzen. Ich bin ja so ein Magie-Mod-Fan, nicht? Okay, Crucible, Research Table, Silverwood. Thornmeat. Okay, wir fangen mal an. Erstmal hätte ich gerne eine Axt, die ich nicht dabei habe. Ich will es nicht kaputt machen, also nehmen wir das Hatchet. Was habe ich denn hier noch gekriegt? Emmy Smart Cable Flux? Was? Okay. Ach, für den Controller oder was? Interessant. Oh ja, super. Gefährlich? Naja, du machst zumindest lustige Geräusche. Und scheinst mich nicht anzugreifen. So, zum Glück ist ja da ein bisschen Silverwood, was wir direkt mal mitnehmen können. Ich hoffe, dass unsere Axt es aushält. Ich weiß gar nicht, ob die noch ganz ist, ehrlich gesagt. Ja. Ist sie.
Gut, dann haben wir mal ein kleines Bäumchen um. Ich mache das zwar eigentlich ungern hier mit den Dingern, aber egal. So, klack. Oh. Oh. Okay. Ich würde sagen, da müssen wir nochmal zurück. Verdammt. Ich habe das nicht gesehen. Ich baue mir mal eben kurz ein Boot dafür. Das ist ja krass. Das hätte ich nicht gedacht. Für den Fall, dass ihr es nicht gesehen habt, Minimum Mining Level ist Eisen. So, bremsen. Gut, dann bauen wir einfach einen Eisenkopf dafür, würde ich sagen. Ich muss jetzt genug. Boah, das ist ja alles viel. Ja, zum Glück ist es hier noch nicht übergequollen. Okay. So, Iron. Ich baue mal zwei. Vielleicht müssen wir es reparieren. Keine Ahnung. So, jetzt komm. Gib Gas. Eigentlich brauchen wir keine zwei. So, dann kommst du mal hier, ne, hier rein, hier rein, hier rein. So, jetzt müsste hier X-Level Iron. Sehr gut. Und zurück. Meine Güte. Ich wusste gar nicht, dass es Holz gibt, was härter ist. Das ist ja krass. Go! Müssen wir uns irgendwann mit so einem Viehzeug auch noch auseinandersetzen. Ich weiß gar nicht, ob das Pack momentan noch weiter, sogar weiterentwickelt wird oder ob es jetzt quasi final ist. Momentan gibt es keine Updates, glücklicherweise. Schützt nicht wieder ab. Yay. Und das sind noch diverse andere Sachen daraus gefallen. Bienen zum Beispiel und Honigwaben. Und ein Sapling, den ich durchaus gebrauchen kann. Außerdem ist hier noch Shimmerleaf. Ach, ist das schön. Das finde ich gut. Shimmerleaf, Blumen. Sind noch mehr? Hier. Und da. So. Und ich weiß nicht, aber nächstes Grassland. Das hat sich hier auch nicht das Biom verwandelt. Gut. Dann. Einmal zurück. Wie viele Compressed Sheeps hier einfach unterwegs sind. Soll mir das was sagen? Soll ich mich mehr mit Schafen auseinandersetzen? So. Okay, anscheinend kann man die Boote auch nicht mehr zerstören, wenn man an Land fährt. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir nicht die Flasche in der Hand. Ein bisschen Eisen. Check. Crucible sollte man noch schreiben können. Okay. Ich brauche einen Cauldron. Wahrscheinlich muss ich das mit Platten machen. Ja, natürlich. Muss sich ja lohnen. Das sind dann so unnötige Schritte. Ich meine nicht, dass ich jetzt ein Problem hätte, damit hier 7 Platten rauszunehmen. Aber das sind so unnötige Schritte. Ich bin gerade mal kurz am Überlegen. Wir machen jetzt das hier. Schmeißen das hier rein. Schmeißen das dazu. Nehmen den Kopf raus und machen das. So. Und dann gießen wir einfach mal ein Stack Platten. Ganz simpel. Okay. So. Ein Cauldron. Den können wir. Ich weiß gar nicht. Ist das alles so zusammen hier? So, okay. Dann du und du.
Oh oh, irgendwas ist schon wieder nicht mehr in Ordnung mit der Maschine. Ein Netherrack. Nach unten. Kurz mal ins Bettchen. Okay, können wir noch nicht. Ist das dabei? Wo ist mein Flint and Steel? Eigentlich dachte ich, ich hätte das im Rucksack. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das im Rucksack hatte. Aber na gut, so. Nope. Ach, ich habe das letzte Mal aufgebraucht. Aha. Als ich unten das ganze Bedrock-Zeug angeknipst habe. Dass ich immer wieder auf diese Psy-Taste komme, das ist unglaublich. So. Okay, Bedrock hält für immer. Du kannst dahin. Jetzt brauchen wir dich. Okay. Nein. Stand doch. Ach so, wahrscheinlich, weil es einen anderen Status hat, wenn es. Nö. Made by right-clicking quadrants Saddles Manus. Okay, gibt es da irgendwas Besonderes, was ich in dem Buch jetzt vergessen habe? Sekunde. Crucible. Okay. See the Thaumonomicon. Ach ja, mein Questbuch wollte ich nicht abgeben. Thaumonomicon. Du kommst mal da rein. Arcane Workbench. Theory Crafting. Research Table. Okay, so. Arcane Workbench. Plop. So. Eine Arcane Workbench. So, jetzt müsste theoretisch hier das alles freigeschaltet sein weiter. Jetzt brauche ich Research Table und Scribing Tools. Scribing Tools war Feder, Tinte und Flasche oder so, wenn ich mich recht entsinne. Kein Platz. Und auch das hilft mir leider nicht mit Platz. Verdammt. Okay, so, ein bisschen mehr Platz sollte ich haben, ja. So. Feder, Tinte und Flasche. Ich weiß nicht, ob dafür eine Wasserflasche benötigt. Nee. Scribing Tools, so. Und dann Research Table. Thaumonomicon. Research Table. Okay, ich brauche also nur eine normale Table, sehe ich das richtig? Table, ich glaube, das war genau das Problem. Ich habe so lange schon nicht mehr mit Thaumcraft gearbeitet. Da gab es diese Thaumcraft Standard Table, dieses braune Holz. Add Thaumcraft Table. Da, Wood Table. Treated Wood Slabs und Treated Wood, okay. Treated Wood, da brauche ich 5 Stück. Übrigens, die kann man als normale Crafting Table benutzen hier. Okay. Sollte man zumindest eigentlich.
Moment. Okay, anscheinend nicht mit allen Sachen. Sehr gut. So. Ah, jetzt kann ich die Theorie. Ach, das läuft ja. Oh Gott, ja, das wird richtig lustig. Muss ich quasi meine Theorien hier entwickeln. Klack, so. Hallo, Theorie. Mind over matter oder Experimentation? Komm hier. Einfach mal random. Okay. Kann ich jetzt eigentlich irgendwas einfach so machen oder muss ich mich tatsächlich komplett? Ah, das haben wir. Okay, jetzt braucht man Thermometer. Gold und eine Glasscheibe. Das finde ich richtig gut. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt wird es auch ein bisschen einfacher, Material zu bekommen. So, check, check, check. Wow. Das ist wieder super. Chuck und Glas. Geht natürlich nicht. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt generell erst erforschen muss oder sieht so aus. Ach, hier. Ich muss Fundamentals erst. Theory. Okay. Okay, ich verstehe es nicht. Calibrate. Experimentation. Rethink. Inspired. Okay. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig mache. Ich glaube, ich muss mich damit tatsächlich mal auseinandersetzen, weil... Oh Gott, okay. Hier wird es erklärt. Dann werde ich mich da wirklich mal einlesen müssen. Und dann werden wir wahrscheinlich erst über Zeit an die relevanten Sachen rankommen. Sehe ich das richtig? Ja, sieht so aus. Gut, wie dem auch sei, wir haben ja ein gutes Stückchen geschafft. Wir machen jetzt mal noch hier Kisten auf. Einfach, weil wir es können. Ein Glowing Glass finde ich gut. Kaktus und Signalum Plated Impulse Item Duct. Nett! Okay, das ist echt nett. Wie viel gab es da? 48 Stück. Okay, wir haben also Item Ducts, das ist, die sind schnell und können Energie übertragen. Das ist cool. Tatsache gefällt mir das sehr gut. Gut. Ja, für die heutige... Oh, das ist sogar ein ganzes Deck gewesen. Für die heutige Folge soll es aber wieder gewesen sein. Wir haben zumindest ein bisschen was geschafft. Einige Quests sind tatsächlich erledigt. Ich glaube, wir haben auch hier noch... genau, hier können wir auch noch einen Loot-Chest holen. Gut, dann ist das auch noch erledigt. Die können wir anlaufen. Inventory Upgrade. Okay. Kann man das craften? Okay, das scheint ein interessantes Crafting-Rezept zu sein. Was passiert? So... Was passiert jetzt? Wow. Hilfe. Habe ich mich erschrocken. Okay, also ich sehe kein extra Inventory, um ehrlich zu sein. Vielleicht muss ich mich mit Cyclic auch mal auseinandersetzen. Nicht Psy. Vielleicht gibt es jetzt irgendwas zum
durchschalten oder so. Oder ich kann. Ne, keine Ahnung. Müssen wir uns angucken. Vielleicht ist es auch nur, wenn man keinen Inventory-Platz hat. Wie auch sei, für heute war es auf jeden Fall schon wieder bei einer halben Stunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.